du uns jetzt gleich etwa auch töten und fressen, nur weil wir durch die Zeit gereist sind, du fieser Gnom? Was? Ich? Euch fressen? Ein guter Witz. Ich fresse doch keine anderen Wichtelmarionetten. Ich fresse generell keine anderen Marionetten. Und warum hast du dann zwei verschiedenfarbige Augen? Das ist schon seit meiner Geburt so. Und warum verfolgst und beobachtest du uns dann die ganze Zeit? Ich mache mir Sorgen um euch, dass euch was passiert. Ich bin nämlich seit Jahren einer sehr mächtigen Marionette auf der Spur. Mächtig und gefährlich zugleich. Und wer soll das sein? Der Zauberer Gargan. Ich bin eine Art Detektiv und am Anfang meiner Ermittlungen dachte ich, ich hätte irgendwas übersehen. Doch mittlerweile bin ich mir sicher, sehr sicher. Sicher? Bei was bist du dir sicher? Ich glaube jetzt zu wissen, wer der böse Zauberer Gargan ist. Der Meister sagte, er gibt uns noch eine letzte Chance, aber dann müssen wir uns zusammenreißen und zusammenarbeiten. Ach, ist das so? Und was passierte, wenn wir nicht zusammenarbeiten? Wer hat das gesagt? Meister, wir wissen nicht, wo wir noch suchen sollen. Wir haben fast den ganzen Puppenfundus auf den Kopf gestellt, um nach den beiden Wichtelmarionetten zu suchen. Wie du schon sagtest, Fonso, ihr habt fast den ganzen Puppenfundus auf den Kopf gestellt. Eine Ecke habt ihr noch nicht untersucht, und zwar östlich des Labyrinths. Anfangs war ich mir noch nicht sicher, aber jetzt weiß ich, dass Grete und Sopo die beiden sind, nach denen ich gesucht hatte. Ihr beide werdet gleich einen Überfall vortäuschen und die beiden Wichtel töten. Ich würde es ja am liebsten selbst machen. Aber dieser Gnom könnte überall sein und meine Tarnung auffliegen lassen. Ich weiß schließlich nicht, wie viel er schon weiß. So weit, so gut. Und was wird aus euch, Meister? Ich werde mich wieder in Pink verwandeln. Diese Verwandlung war mir als Verkleidung immer noch die beste, um unerkannt zu bleiben. Beeindruckend, Meister. Eure Verwandlungskünste sind wirklich perfekt. Ich weiß. Und jetzt macht eure Arbeit und haltet euch an den Plan. Und diese Auktion wird eure letzte Chance sein. Solltet ihr diesmal wieder scheitern, werdet ihr wieder zu leblosen Puppen. Und wer ist deiner Meinung nach Gargan? Euer angeblicher Freund Ping. Diesmal bin ich mir absolut sicher. Respekt.
Nicht schlecht für einen Gnom. Du hast aber schon einiges an Zeit gebraucht, um mir auf die Schliche zu kommen. Was? Schade, dass du Gretel und Zoppo zu früh von meinem kleinen Geheimnis erzählt hast. Denn jetzt müsst ihr alle drei sterben und zu leblosen Marionetten werden. Bevor ihr nun sterbt, habt ihr irgendwelche letzte Worte? Ja, in der Tat. Du vergisst, dass ich ein Gnom bin und immer eine Überraschung parat habe, Gargam. Ach ja? Und welche Überraschung hast du noch für mich parat? Dreh dich doch mal um. Echt jetzt? Einen besseren Trick hast du nicht auf Lager? Was soll denn angeblich hinter mir sein? Ein gigantischer feuerspeiender Drache. Was? Los, ihr zwei. Das ist unsere Chance. Schnell weg von hier. Lieber Drache. Tu uns bitte nichts. Wir wollen dir schließlich auch nichts tun. Moment mal. Wieso greift uns dieser Drache nicht an? So groß wie er ist, wäre es für ihn ein leichtes, uns zu grillen. Was ist denn jetzt los? Der Drache war nicht echt. Der Drache, der war nur eine Illusion. Ich bin kein richtiger Zauberer wie du, Zoppo, oder wie Gargam, aber ich kann mit ein wenig Magie Traumbilder, also Illusionen, erzeugen. Diese halten meist immer nur einen kurzen Moment, aber reichen aus, um wegzurennen. Und wie soll es jetzt weitergehen? Wir müssen uns auf jeden Fall Hilfe suchen. Hilfe von anderen Marionetten. Richtig. Deshalb werden wir ins Dorf der Marionetten reisen. Es ist lediglich ein paar Minuten von hier entfernt. Dort werden wir auf Luzi treffen, der wird uns sicherlich helfen können. Klingt gut. Also dann los. Hallo Leute, schön euch wiederzusehen, Gretel und Zoppo. Scheint so, als ob ihr Hilfe gebrauchen könntet, was? Ich weiß zwar gerade nicht, wer du bist oder woher du uns kennst, Papagei, aber du hast recht, wir brauchen Hilfe. Na, dann steigt mal alle bei mir auf. Ich bin stark genug, uns alle zusammen von hier wegzufliegen. Echt jetzt? Na logo! Steigt euch alle bei mir auf.
Ihr Idioten seid auf diese Illusion reingefallen. Ich bin maßlos enttäuscht von euch. Aber Meister, ihr seid doch selbst drauf reingefallen und der Drache sah ja auch schon echt aus. Ganz genau. Also gebt uns nicht die ganze Schuld, dass der Gnom und die beiden Wichtel entkommen konnten. Jetzt, wo die drei wissen, wer ich wirklich bin, seid ihr zwei nutzlos für mich geworden. Ich brauche euch nicht mehr. Wo jeder weiß, wer ich bin, brauche ich ja eh nicht mehr verwandelt bleiben. Meine Stimme würde mich so oder so verraten. Egal in welcher Verkleidung. Danke, lieber Papagei, aber jetzt musst du uns noch kurz verraten, woher du uns kennst. Erkennt ihr mich wirklich nicht mehr? Ich bin Brumm der Bär, also zumindest war ich das mal. Ich lebte mit euch zusammen auf der großen Lichtung. Ah, ja, jetzt. Natürlich, stimmt. Ich erkenne deine Stimme. Aber wie kommst du plötzlich hierher und dann auch noch in dieser neuen Gestalt? Nicht, dass wir uns nicht freuen würden, aber wir sind jetzt richtig verwundert. Das glaube ich euch gerne. Ich war anfangs auch verwundert. Durch einen mächtigen Zauber bin ich hierher gekommen und als ich hier war, verwandelte ich mich. Das ist alles nur unsere Schuld. Halb so schlimm. Als Papagei gefalle ich mir auch viel besser als Bär. Nur noch ein paar Schritte geradeaus und dann seid ihr da, wo ihr hin wolltet. Ich fliege jetzt wieder los. Alles Gute und vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal wieder. Ganz bestimmt. Danke nochmal für den Flug, Brumm. Tschüss! Was ist denn hier los? Wird hier ein Rennen gefahren? Nein, das hier ist die Hauptstraße. Sie führt direkt in die Puppenstadt. In die Puppenstadt? Was um alles in der Welt ist denn die Puppenstadt? Eine Stadt, welche sich Kidomar-Marionetten aus allen möglichen Sachen in Hausform zusammengebaut haben.
Dort werden wir auch Luzi finden, der uns bestimmt weiterhelfen kann. Heißt es, du willst einen Kampf gegen diesen Gargam aufnehmen? Nein, keine Sorge. Dann bin ich ja beruhigt. Hast du wirklich geglaubt, ich würde allein gegen Gargam kämpfen wollen? Nee, mein Freund. Wir werden alle zusammen gegen Gargam kämpfen. Bitte was? Aber Gargam ist so eine große und mächtige Marionette und wir sind doch nur so klein. Auch kleine Fische können stinken. Damit will ich sagen, dass wir zusammen eine Chance haben könnten, gegen Gargam zu siegen. Na dann mal ab zu Luzi. Das ist die richtige Einstellung. Dann kommt weiter. So, jetzt schaut mal schräg rechts. Dort ist die Puppenstadt. Wow, das nenne ich mal eine Stadt. Nicht schlecht für Marionetten. Aber sowas von... Dort leben 80% der Akedoma-Marionetten. Lass uns keine Zeit verlieren und direkt zu Luzi gehen. Und wo genau wohnt Luzi? Ja, gute Frage. Das weiß ich leider auch nicht. Wir sollten am besten jemanden von hier fragen. Heißt das, du wohnst gar nicht hier? Ganz genau. Ich habe kein richtiges Zuhause. Ich reise viel zu gerne, um Abenteuer zu erleben. Da kommt uns ja jemand entgegen. Fragen wir ihn mal. Hallo, mein Freund. Dürfen wir dich kurz was fragen? Tag zusammen! Natürlich! Um was geht es? Wir suchen nach Luzi. Weißt du, wo er wohnt? Nichts leichter als das. Lauft 5 Minuten geradeaus und dann hinter dem Marktplatz das erste Haus auf der rechten Seite. Da wohnt Luzi. Alles klar. Das werden wir finden. Dankeschön, lieber... Wie war noch gleich dein Name? Mein Name ist Fritz. Also dann, alles Gute! Luzi, schön dich zu sehen. Hallo, mein Bester. Wie gut, dass du wieder da bist.
Und wer ist deine Begleitung? Wir sind die Wichtelmarionetten Gretel und Zauberer Zoppo. Was? Das seid ihr? Seit den frühen 2000ern geltet ihr als vermisst? Ihr seid bis jetzt die einzigen Marionetten, die eine Zeitreise begangen. Freut uns sehr, dass wir so eine Art Legenden sind. Aber wir sind hier hingekommen, weil wir deine Hilfe brauchen. Es geht um den Zauberer Gargam. Nicht so laut. Dieser Name sorgt noch heute unter den Marionetten für enorme Angst. Kommt mit in mein Haus und dann reden wir weiter. Schön hast du es hier. Respekt, was Marionetten so alles erbauen können. Aber was ist, wenn hier Menschen herkommen? Solange die Figur Gargam existiert, bleibt die Welt der Menschen außerhalb des Puppenfundus stehen. Wie in einem Dornröschenschlaf. Dadurch kommen keine Menschen hier rein. Würde Gargam komplett vernichtet, würden wir wieder leblose Figuren sein. Deshalb hatten wir Gargam auch nur damals seine Energie entzogen und ihn als leblose Figur versteckt, anstatt ihn zu vernichten. Wenig später sind auch die Marionetten Fonso und Croddy verschwunden. Wahrscheinlich haben sie ihn gesucht, gefunden, ihm neue Energie eingehaucht und sich durch seine Magie einige Vorteile erhofft. Das Verschwinden der beiden hatte mich schon damals sehr stutzig gemacht. Doch du hast den anderen Marionetten nichts gesagt, weil du als Obermarionette keine Panik auslösen wolltest, richtig? Ganz genau. Aber eine Sache verstehe ich nicht. Wir hatten gar nicht erwähnt, dass Gargam wieder lebendig ist. Vor 3 Jahren wollte ich Gargam auf eigene Faust zerstören. Ich ging zum Versteck, doch er war weg. Erst überlegte ich, ob ich ihn verfolgen sollte, doch dann ließ ich es. Schließlich kam Gargam nie wieder hierhin zurück. Außerdem hätte ich bei seiner Zerstörung mich und alle anderen Marionetten wieder leblos gemacht. Das wollte ich nicht. Das Leben ist so ein großes Geschenk. Wir können dich gut verstehen, aber Gargam ist zu gefährlich für uns alle geworden. Er muss zerstört werden. Oder können wir ihn nicht einfach weit genug in die Vergangenheit schicken, dass er nie wieder zurückkommen und uns schädigen kann? Das ist eine interessante Idee. Aber ich habe davon keine Ahnung. Ich wüsste aber, wen wir da fragen könnten. Eine Marionette, die man auch ganz gerne mal Gevatter Zeit nennt. Gottfried, den Zauberer. Er ist alt, weise und kennt sich mit Zeitzaubern perfekt aus. Dann sollten wir sofort mit ihm sprechen. Wo finden wir diesen Gottfried? Er wohnt in der Nähe meines Hauses. Los, folgt mir. Nanu, meine Nase juckt. Und das ausgerechnet jetzt, wo ich einen neuen Zauber ausprobieren wollte. Jetzt muss ich erst einmal warten. Denn immer wenn meine Nase juckt, ist jemand auf dem Weg zu mir. Und diesmal muss es äußerst wichtig sein,
denn so kräftig, wie sie jetzt, hat meine Nase schon lange nicht mehr gejuckt. Oh. Ah, da ist schon jemand. Herein. Also, ich wusste ja, dass ich Besuch bekomme. Aber auf eine Völkerwanderung war ich nicht vorbereitet. Was ist denn bloß los? Gar werden wir bald wieder für Unruhe sorgen, wenn wir nichts unternehmen. Gargan? Der Zauberer Gargan? Oje, dann ist das tatsächlich ernst. Mir kam die Idee, ob man Gargan nicht vielleicht in die Vergangenheit zaubern könnte, damit er uns nichts mehr anhaben kann. Eine effektive, aber gefährliche Idee. Von mir aus kann ich ihn bis in die Zeit der Dinosaurier zaubern. Aber so einen starken Zauber habe ich noch nie ausgeübt. Und ich weiß auch nicht, wie dieser Zauber die Gegenwart vielleicht verändern wird. Außerdem müsste ich erstmal wissen, wo Gargan jetzt ist, denn der Zauber wirkt nur auf wenige Meter Entfernung. Leute, wir haben ein Problem. Eine gigantische Gewitterwolke schwirrt auf diese Stadt zu. Aber hier im Fundus ist das eigentlich unmöglich. Was soll das heißen? Ich glaube, ich weiß, was das bedeutet. Im Innern der Wolke versteckt sich vermutlich jemand. Gargan, lasst uns mal an die Türe gehen und nachschauen. Zoppo! Ich weiß, dass ihr irgendwo seid. Zeigt euch und kämpft, wenn ihr euch traut. Dieser böse Zauberer legt es drauf an. Ich versuche, ihn abzulenken. Und du, Gottfried, übst diesen Zeitzauber aus. Das ist doch viel zu gefährlich, Grete. Wir haben aber keine Alternativen. Und wir müssen was gegen Gargan unternehmen. Wenn ich ihn alleine ablenke, ist es einfacher und ungefährlicher für uns als Team. Es wird schon alles gut gehen. Bis gleich, Zoppo. Bis gleich, mein Schatz. Ich glaub an dich. Mach dich bereit, Gottfried. Womöglich haben wir nur diesen einen Versuch. Alles klar. Schon mal einer der beiden Wichte-Marionetten. Ihr seid klein, aber mächtig und hättet mir durch eure Zeitreise gefährlich werden können. Doch ich werde für alle Zeit die mächtigste Marionette der Welt sein. Ach, ist das so? Na, das werden wir ja sehen. Jetzt wirst erstmal du sterben, Grete. Jetzt, Gottfried. Dies Zauber. Keine Leichtigkeit, so reiß in die Vergangenheit. Jetzt habe ich dich endlich. Glückwunsch, voll ins Schwarze, du hast Gargan erwischt. Aber, Moment mal, wo ist denn Grete? Oh nein, Grete ist auch verschwunden. Was machen wir denn jetzt?
Jetzt haben wir ein neues Problem. Ich weiß zwar, dass wir Gretel zurückholen können, aber ich weiß nicht mehr wie. Du bist doch auch ein Zauberer, oder, Zoppo? So wie du gekleidet bist? Ja, das stimmt. Ich bin auch ein Zauberer. Dann müssen wir in meinen Zauberbüchern nach einem passenden Spruch suchen. Nupsi und ich werden dich auch helfen. Versprochen. Lieb gemeint. Aber Zauberbücher dürfen nur von Zauberern gelesen werden. Ohne Ausnahme. Ansonsten verfallen diese Bücher zu Staub, um die Geheimnisse der Magie zu bewahren. Na dann los, fangen wir an, Gottfried. Wo sind wir denn hier plötzlich gelandet? Was war das denn jetzt? Verflucht! Jetzt hat mich Gretel auch noch in meine Hand gebissen und ist abgehauen. Aber woher kam denn gerade dieser Gebrüll? Da drüben ist ein Art Weg. Da gehe ich mal hin. Vielleicht kann ich dann besser sehen, woher das Gebrüll kam. Schreck! Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet! Gefährlicher hätten die Zeitreisen wohl nicht werden können! Jetzt weiß ich, woher das Gebrüll kam!